Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Project Cars. Heute mal wieder im BAC-Mono, der wohl geilsten Karre hier im ganzen Spiel. Und das Ganze auf der, Hockenheim. Oschersleben. National GP-Strecke Variante, die wir ja letztens im Multiplayer gefahren sind. Und wo ich gedacht habe, yo, hier müssten wir mal driften. Und genau das machen wir heute. Deswegen steigen wir schön mal ein hier, machen die Apps an und so, jawohl. Und ab ins Cockpit und dann geht's hier auch direkt los. Gar nicht viel Zeit verlieren. Und wir starten direkt mal hier die lange Gerade. Okay, da können wir natürlich nicht so viel rumdriften, das weiß ich. Aber dafür geht es hier direkt schon mal los mit so einem kleinen Haken. Und dann können wir hier eigentlich schon in den dritten gehen. Und dann haben wir hier eine sehr, sehr schöne Kurve. Boah, die sich wirklich wunderbar driften lässt. Und das macht wirklich einen Heidenspaß. Hier gibt es dieselbe Kurve dann nochmal. So ungefähr, zumindest von der Geschwindigkeit her. Ja, und ich kann es gar nicht oft genug sagen, dieses Auto ist einfach fantastisch hier im Spiel umgesetzt. Weil ich glaube auch, dass man ähnlich viel Kontrolle einfach aufgrund der Direktheit in so einem Fahrzeug hat. Und dementsprechend sicher fühlt man sich dann auch in so einem Fahrzeug. Und das wird hier sehr gut rübergebracht, muss ich sagen. Also, den kann ich gar nicht genug loben, den BAC Mono. That's a great first lap. Nice job. Dankeschön, Spotty, du bist auch cool. Wir fahren 8 Runden, es wird leider ein bisschen kürzer heute. Aber ich habe ja schon gesagt, ich muss ein bisschen vorbereiten und voraufnehmen, damit ihr überhaupt Videos bekommt. Deswegen dürft ihr mir da nicht so wirklich böse sein. Ihr dürft natürlich alle sein, aber dann, ja. Nein, okay, seid nicht böse. Schade. Wir haben ja noch ein paar Versuche, die Kurve richtig hinzukriegen. Hier gibt es übrigens nochmal dieselbe Kurve, bloß ein bisschen langsamer. Aber es ist einfach super gut, wie sich das hier anfühlt. Und ich muss natürlich ein bisschen zurückrudern. Ihr habt vollkommen recht. In der vorletzten Folge Formula A auf Monza, wo ich so ein bisschen gerantet habe über Project Cars, und das war ja nicht mal wirklich ein Rant, sondern eher so, naja, eine Darstellung meines nubendlichen Wissens, idiotischen Wissens. Es ist natürlich so, dass Project Cars recht spät in der Entwicklung ein neues Reifenmodell bekommen hat, was auch wirklich sehr detailreich ist. Ich habe mir da nochmal die den Artikel auf der Website angeguckt über das Zeta Tire Model, und da muss ich wirklich sagen, dass da muss man erstmal mithalten können als Rennsimulation, sagen wir mal so. Und jetzt fehlt es da natürlich noch ein bisschen an Feinabstimmung, weil das halt gerade erst eben dazugekommen ist. So, das ist ein Schirm, den ich ein Punkt, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte und der eigentlich das gesamte Video ein bisschen nutzlos macht, ja, also. Aber ich sag ja auch 18.000 Mal, bitte nimmt das nicht so ernst und denkt jetzt nicht, ich wäre der allwissende Gral der Let's Player-Szene. Bin ich nicht, weiß ich nicht. Ich weiß wahrscheinlich eh zu wenig. Aber deswegen hier nochmal die Aussage, nimmt das bitte nicht ganz so ernst. Bildet euch lieber eine eigene Meinung, wenn das Spiel draußen ist, und dann können wir immer noch darüber diskutieren. Ich kann ja auch nur die Eindrücke wiedergeben, die ich so kriege. Ich bin ja auch nicht bei der Presse oder sonstiges, irgendwas Offizielles oder so. Will ich auch gar nicht sein, habe ich auch schon gesagt. Und ja, da muss ich mich wohl entschuldigen, falls das falsch rüberkam. Sollte definitiv keine Anti-Promo für Project Cars sein oder eine Promo für Assetto Corsa oder GameStocker Extreme. Das ist einfach nur eine Darstellung meines persönlichen Empfindens. Ach, Deutsch. Ach du Scheiße, uns geht gleich der Sprit aus, habe ich das Gefühl. Aber es macht Spaß. Seht ihr da unten diese rote Leiste in unserem Lenkrad? Ich glaube, das ist die Spritanzeige. Und die sieht nicht mehr so wirklich rosig aus. Müssen wir mal gucken, können wir denn noch voll Gas geben bestimmt, oder? Ja, geht doch noch, alles klar, kein Thema.
Jetzt muss ich gleich mal ein bisschen was tanken fahren. Hier nicht zu schnell werden. Na, geht noch, aber dann... Zu stark gegengelenkt. Ja, so ganz in Perfektion klappt es noch nicht, aber das ist eigentlich nur eine reine Übungssache. Strecke auch an manchen Stellen sehr holprig, habe ich das Gefühl. So, dass man da auch nochmal ein Auge drauf werfen muss, wie verhält sich das Fahrzeug in der Kurve und dann auch noch auf dem Huckel sozusagen. Das ist aber einfach herrlich. Man muss natürlich ein bisschen schnell sein, ist ja auch klar. Ein sehr direktes Fahrzeug reagiert nun mal auch direkt. Und dementsprechend sind schnelle Reaktionszeiten gefragt, aber wenn das fluppt und wenn das läuft, dann läuft das und fluppt das. Ah, schade. Man darf auch mit dem Gaspedal nicht zu zaghaft umgehen, aber auch nicht zu stürmisch, wie man hier sieht. Nicht einschlagen. Nee, läuft. Alles gut. Weiter geht's. Ah. Jetzt läuft es aber gerade irgendwie nicht mehr. Egal, vielleicht versuche ich mal so eine Runde auf Zeit zu fahren, nur um mal zu sehen, was hier so drin ist mit dem Fahrzeug und wie gut man es ja auch so im Grenzbereich kontrollieren kann, ohne dass man jetzt dauerhaft driften will. Obwohl ich glaube, das kommt bei mir in dem Auto schon fast automatisch, ich kann gar nicht mehr normal fahren. Aber das versuche ich jetzt einfach mal. Siebte Runde. Ja, geht natürlich schon super los mit der verkackten Linie hier. Aber guck mal. Oh, mit Halbgas. Und auch nur ganz wenig Gegenlenken. Ach, das fühlt sich einfach gut an. Fehlt es natürlich noch ein bisschen an der optimalen Linie, die ich mir noch erarbeiten müsste. Aber ansonsten kann man den schon wirklich schnell um einen Kurs bewegen. Aber das ist ja auch klar, hat ja bestimmt keiner angezweifelt. Das wird doch bestimmt hier die schnellste Runde jetzt so ganz ohne Driften. Eine 1:10, jawohl, nochmal 2,5 Sekunden abgezogen. Und jetzt gehen wir aber nochmal quer hier so ein bisschen. Schade, ey, die hatte ich gar nicht so auf dem Schirm als Driftstrecke. Erst wirklich seit dem Multiplayer-Rennen. Ah, da geht's schon wieder ein bisschen zu weit. Ja, geht aber auch noch. Schön. Jetzt hier runter in den zweiten und die auch nochmal.
war das Zusammenspiel von Gas und Lenkung nicht ganz so optimal. Ein bisschen viel Gas gegeben auf einmal und dann kommt er dir zu quer natürlich und da musst du erstmal den wieder einfangen und dann rutscht er zu weit raus und dann ist er schon wieder vorbei, dann ist die Kurve schon wieder durch und ja, man hat nichts Schönes hinbekommen. Boah, und jetzt geht aber auch echt der Sprit aus. Ich glaube, eine Runde schaffen wir noch und dann können wir uns gerade eben in die Box zurückschleppen. Von daher sage ich danke fürs Zusehen, schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Das fühlt sich schon nicht mehr nach Vollgas an. Doch, ist noch Vollgas. Tatsächlich. 270 PS, 275 sogar. Naja, kann ich hier lenken? Nee, kann ich nicht. Bis zur nächsten Folge Project Cars. Macht's gut. Tschüss.